Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Ich sitze heute im Skoda Superb Typ 3T vor Facelift und ich bin gerade unterwegs in unsere Werkstatt. Das Fahrzeug bekommt heute von uns einmal die Kappspoilerlippe und für die Heckpartie haben wir mal zwei Heckflügel am Start und wir sehen uns gleich nach dem Intro in der Werkstatt und montieren das Ganze. So, ich bin in der Werkstatt angekommen, ich habe das Fahrzeug schon mal auf der Hebebühne platziert, aber wir fangen jetzt erstmal mit den Heckflügeln an. Dazu nehme ich mal den ersten und mir kontrolliere wie immer zuerst die Passgenauigkeit. Das heißt, einmal das Teil ansetze, wie es später montiert am Fahrzeug ist und gucke, dass hier die Fluchte schön sauber passe. Das sieht sehr gut aus. Dann machen wir das gleich noch mit dem oberen Heckflügel auch nochmal. Einmal schön draufsetzen überall, grob ausrichten. Nirgendwo hat er Luft, das sitzt überall schön bündig. Oh, das passt, also sieht sehr gut aus. Deswegen kann ich jetzt quasi auch schon mal anfangen und mit einem Stück Kreppband, Klebeband, wie auch immer, mir schon mal die Position markiere, wie ich ihn später anklebe werde. Weil dann haben wir natürlich gleich perfekt ausgemittelt das Ganze und es ist bedeutend einfacher. Jetzt tue ich nochmal die Abstände links und rechts vergleichen. Schau, dass er hier unterschiedbündig sitzt. Sieht alles gut aus. Und jetzt habe ich hier neben quasi meinen Ansatz. Und den markiere ich jetzt einfach mit dem Klebeband. Geht wirklich hier bündig dran an die Kante. Und dann habt ihr hier in diesem Winkel natürlich genau den Punkt, um den Spoiler anzusetzen. Das gleiche machen wir natürlich mit dem unteren. Vorteilhaft hier ist natürlich, dass man noch mal eine zweite Person dabei hat, dann tut man sich bedeutend einfacher. Aber es geht auch alleine. Damit er mir jetzt hier nicht abhaut, tue ich ihn einfach mal fixieren in der Mitte und dann kann ich ihn hier auch wieder schön ansetzen. Und dann war es das schon mit der Markierung. Jetzt geht's an die Reinigung. Im besten Fall habt ihr das Fahrzeug natürlich vorher gereinigt, wenn nicht, macht zumindest mal den Teilbereich sauber und dann fangen wir an mit dem handelsüblichen Glasreiniger nochmal die Fläche genau zu reinigen, dass hier wirklich jeder Schmutz weg ist. Das ist jetzt der erste Step gewesen und im Lieferumfang habt ihr auch immer einen Surface Cleaner dabei. Der ist nochmal dafür zuständig, um wirklich Silikon- und Fettrückstände von der Oberfläche runterzuholen, damit wir wirklich eine volle Klebekraft entwickeln können und natürlich das Ganze auch Bombe hält. Die Tücher sind vorgedrängt mit der Flüssigkeit und einfach hier schön großflächig über die Klebefläche drüber gehe. Ihr seht dann, hierbei entsteht ein leichter Film. Den lassen wir ganz einfach abtrocknen, einen kurzen Moment. Und dann ist auch die Flüssigkeit verflogen und wir können dann schon mit dem Anklebe gleich beginnen. Gleiche natürlich einmal hier unten. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von oben nach unten durch. Und jetzt ist es ganz wichtig, das Ganze direkt passend anzusetzen, weil das Klebeband bappt wie die Sau und ihr habt nicht viel Chance hier zu korrigieren, das Ganze nochmal abzuziehen. Und wichtig ist, drückt jetzt von der einen Seite hier langsam ran und arbeitet euch auf die andere Seite durch, damit ihr später keine Spannung drin habt und vor allem auch keine Wölbung. Und dann kräftig drücke. Dann können wir unsere Markierpunkte schon wieder abziehen. Und
und auch die Schutzfolie entfernen. Und dann kommt uns ein wunderschönes Hochglanzschwarz entgegen. Sieht richtig schön aus. Passt auch sehr gut hier zum Original Hochglanzschwarz. Also super Color Match, einwandfrei. Jetzt zeigen wir euch in einer kleinen Rundumschau, wie es nur mit dem oberen Spoiler aussieht. Und dann verkleben wir gleich den unteren. So, jetzt habt ihr euch die obere Ansicht schon mal anschauen können. Jetzt geht's ohne weiter. Auch hier machen wir wieder die Schutzfolie weg vom Klebeband. Und da ist dasselbe Spiel quasi. Wir legen einmal hier neben an und drücken dann langsam drauf. Hier wirklich kräftig drauf drücken, damit natürlich das Klebeband voll an der Karosse anliegt. Selbe Spiel, Markierpunkte weg, Schutzfolie weg. Und im Handumdreher sind die beiden Heckflügel montiert. Total easy Geschichte, optisch gleich natürlich ein ganz anderes Bild von der Heckansicht. Ich finde es sehr geil. Genauer schauen wir uns das natürlich später nochmal draußen an am Fahrzeug. Aber wir haben noch einen Frontspoiler zu montieren, jetzt geht es gleich vorne weiter. So, jetzt geht's weiter mit dem Frontspoiler. Auch hier überprüfen wir zuerst die Passgenauigkeit. Ich hole jetzt noch schnell Kollege Getriebeheber, der mich immer fleißig unterstützt. Und dann setzen wir das gute Stück mal an. So, jetzt tun wir das Ganze nochmal ausrichten, sauber. Wichtig ist jetzt hier, dass man das natürlich jetzt auch genau hier an der Flucht vom Rathaus ansetze. Könnt ihr hier neben sehen, damit er natürlich hier schön sauber ansteht. Das ist wichtig. Und da sieht es auch perfekt aus. Also das Teil passt echt super. Auch schön hier die Linienführung sitzt sauber, hervorragend. Also können wir das Bauteil montieren. Im Lieferumfang habt ihr natürlich einmal die Nieten dabei und die Unterlegscheiben. Und ich gehe jetzt immer gern her und tue mal die Unterlegscheiben einmal grob positioniere, damit ich hier einen gleichmäßigen Abstand habe und sehe, wo meine Bohrlöcher sind. Vergleiche das auch immer mal mit links, rechts. Das ist alles schön sauber passt. Zwei Stück haben wir noch. Dann kommt hier noch eine hin. Und hier eine. So, wichtig ist jetzt, ihr könnt es als Bohrschablone nehmen und natürlich so weit wie vorne hier am Spoiler ansetzen, ne? Weil der Wind von der Fahrt drückt hier den Spoiler dann nicht nach unten und somit entsteht eine Gefahr, dass natürlich das ganze Ding während der Fahrt flattert und vielleicht reißen kann, ne? Deswegen wirklich so weit wie möglich vorne ansetzen. Und dann können wir auch schon mal bohren. Und die Löcher übertragen wir jetzt natürlich auch noch auf den Stoßfänger. Hier bewaffnen wir uns auch wieder mit dem Klebeband. Und jetzt müssen wir den Cup-Spoiler so ausrichten, wie er dann später auch sitzen soll. Weil wenn wir jetzt die Löcher übertragen und hier irgendwas falsch bohren, falsch ansetzen, dann haben wir mal den Salat und dann sieht es nämlich so gut aus. Und das Ding hängt vielleicht schepp drin. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt jetzt hier neben. Auch wirklich nochmal kontrolliere, dass die Fluchte überall passen. Und dann tun wir uns das hier auch noch einmal zusätzlich fixieren. Wenn ihr hier natürlich auch noch jemand habt, der das Ganze in der Zeit hält, ist das natürlich auch praktisch, aber wie ihr seht, es geht auch allein. Hier ist wichtig, guckt lieber zwei, dreimal, dass das 100% passt. Und dann können wir uns mit dem Bohrer bewaffnen und die Löcher übertragen. Und auch hier gehen wir gleich her, mache schon die erste Niete rein, dann haben wir das Ganze fixiert und das Ganze kann später nämlich abhauen.
Halt, jetzt war ich zu schnell. Habt ihr aufgepasst? Die Schutzfolie ist noch drauf. Das wäre jetzt fatal gewesen. Weil die Schutzfolie danach abzufriemeln, ist eine scheiß Arbeit. Und das könnt ihr euch natürlich sparen. Na, hier wieder kommt ein richtig geiles Hochglanzschwarz entgegen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir schon ein Loch angesetzt haben. Und mir das Ganze dann auch natürlich schön ausrichten können. Nicht zur Strafe, nur zur Übung machen wir jetzt natürlich die Befestigung nochmal. Noch einmal kontrolliert, hier neben passt's. Daneben auch. Also, let's go! Und voilà, sind wir fertig. Jetzt können wir das gute Stück einmal wieder herablassen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal vom Boden aus an. Super Sache, von der Optik total geil. Natürlich in Kombination mit dem Gewindefahrwerk, was hier verbaut ist, kommt er natürlich jetzt nochmal schön tiefer. Es ist nicht zu viel, auf jeden Fall haben wir hier noch genügend Bodenfreiheit. Und ja, Gott sei Dank ist das Ganze dank der mitgelieferten ABEs auch eintragungsfrei. Das heißt, einfach die Papiere mitführen und ihr seid sorgefrei bei der nächsten Polizeikontrolle oder auch bei der nächsten Hauptuntersuchung beim TÜV oder DEKRA, wie auch immer. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Teilt das Ganze gerne in die Welt hinaus und sagt uns doch mal, wie ihr das Fahrzeug findet mit unseren Anbauteilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.